Hallo und willkommen zu Hearthstone, der Schwarzfels. In diesem Video werden wir uns Omog NHC angucken. Und zwar benutze ich dafür ein Net-Deck, und zwar ein Müllschurken, der eigentlich die Standardkarten drin hat, mit Cultlight Oracles, was quasi die Main-Karten sind, denn in Kombination mit der Dreierbande versucht man dann halt entweder die Tiefenlichtorakel zweimal zu duplizieren oder die Healboards, um das Spiel halt in die Länge zu ziehen oder um das eigene Überleben zu sichern. Ansonsten sind dann hier halt noch Karten drin wie tanzende Schwerter, um den Gegner ziehen zu lassen, oder Deathlord, der ja mit Vorsicht zu genießen ist, da er ja vom Gegner ein Minion aufs Feld setzt, wenn er stirbt. Ansonsten haben wir hier eigene Draw Engines wie ein Azur Drake, und wo ist hier den Dolchfächer. Ansonsten sind Removals verschwinden, was man optimalerweise spielen sollte, wenn er das Board so ziemlich voll hat und 10 Karten auf der Hand, um die Minions zu zerstören. Ansonsten hätten wir Sabotage für einen dicken Minion, Meucheln für kleinere und Schattenschritt. Gut, das ist jetzt kein Removal, aber das ist unser Bounceback für Tiefenlichtorakel oder Healboards. Situationsbedingt kann man damit auch einen Todesfürsten zurückbouncen, was nicht unbedingt immer sinnvoll ist. Dann haben wir noch Vorbereitung, welches in Verbindung mit Verschwinden eingesetzt werden sollte. Also quasi im großen Kombi wäre Tiefenlichtorakel, Vorbereitung, Verschwinden. Und das ist quasi mit dem Deck versuchen wir, Omog, leer zu spielen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel. Gegen Hochlord zerquetschen! Joa, Orakel behalten wir mal. Klingenwirbel nicht. Eviscerate, ja. Allerdings bräuchten wir das, um auf Combo zu kommen. Tanzende Schwerter ist nett. Vanish können wir jetzt überhaupt noch nicht gebrauchen. Zerquetschen oder tothauen? Schwere Entscheidung! Wieder noch, bitteschön. Warum seid ihr noch hier? 3 Drop, das ist jetzt der normale Ogel-Rochschläge. Okay. Das ist noch okay, da wir die Chance haben, dass er in unsere tanzenden Schwerter reinläuft. Okay, er zieht schon mal zu viel Karten. Top. Top, die Watte quillt. Und nein. Er hat natürlich sein 50-50, sein 50-50 gekriegt. Ich würde sagen, 7 Karten. Es wäre ja eigentlich zu früh, unser Cultlight zu spielen. Ich würde aber am liebsten die tanzenden Schwerter nicht 1 zu 1 traden. Cultlight Prep oder? Ja, das wäre das Einzige, was. Es ist zwar eine Verschwendung des Preps, aber ist mir jetzt lieber, da ich ein bisschen Board aufbauen möchte. Los geht's. Dann können wir nächste Runde, wenn er unseren Cultlight am Leben lässt, gang-uppen. Eure Quest ist abgeschlossen. Unsere Quest ist abgeschlossen. So. Okay, dann haben wir schon mal unsere Cultlights einmal gedoppelt. Dann können wir hier traden. Los Und dann, geht's. neuen Dagger machen und. Zack, bumm. Ich bin bereit. Nein! Nein! Die falsche Karte. So. Was haben wir jetzt? Ich würde sagen, wir spielen unser Azur Drake. Dann machen wir Meucheln auf den Ogre und drücken unser Face da rein. Was natürlich ziemlich risikoreich ist, wenn er wieder sein Wind Fury Charge spielt. Jo, wir werden in der nächsten Runde auch ein Heal spielen. Sein Healboard, 7 Mana. Jo, dann können wir dazu noch einen neuen Dagger spielen, oder? Wie viele Karten hat er auf der Hand? 8.
Oh, das können wir noch erweitern. Wir machen so. Zack. Spielen wir das. Greifen wir an. Bouncen wir unser Cold Knight back. Und spielen das gleich wieder. Denn verliert er jetzt eine Karte und wenn ich die Runde wende, noch eine Karte. Sehr schön. Taskmaster. Das ist ja jetzt nicht so die fette Karte. Ihr sterben! Yes. Das ist jetzt nicht so weiter wild. Ich würde sagen, da hauen wir jetzt wieder unser Face drauf. Zack. Und dann machen wir gleich noch unseren Gang-Up wieder. Unsere Dreierbande auf die Cold Knights. Wir hätten zwar jetzt auch tanzende Schwerter für mehr Board spielen können, aber ich wollte nicht riskieren, dass er ja genau das macht, was er gerade jetzt gemacht hat. so, jetzt haben wir 9 Mana. Jetzt können wir... Wie viel hat er? 8. Gut, wir haben nichts zum Ziehen. Da würde ich sagen, spielen wir ihn erstmal zurück. Spielen unsere Schwerter. Und machen einen neuen Dagger. Man könnte jetzt noch, hätte jetzt noch Dolchfächer zum Drawn machen können, nehmen können, aber nee, fand ich jetzt nicht so optimal. Nicht Face. Ah, das ist gut. Wobei tanzende Schwerter mir lieber gewesen wäre. Wie machen wir das am dümmsten? War jetzt nicht so wirklich effektiv. Oh, shit. Wirbeln wir hier mal. Zack. Ist jetzt kein optimaler Play gewesen, aber ich wollte eigentlich mein Board hier noch einigermaßen halten. Um hier Schaden zu machen. Gut, unser Ziel ist eigentlich, ihn per Mill zu töten, aber... Eieieiei. What? Why? Why would you do that? Don't get it. 8. Play sollte hoffentlich klar sein. Zack, Cold Knight Oracle, damit er 10 Karten vollzieht. Und gut, es ist zwar nicht ganz optimal, aber wir spielen dann hier wieder unser Vanish. Lass mich mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 2 sind 9, also passt. Also überdrawn wir uns nicht selber. Das ist auch etwas, worauf man achten sollte, wenn man Mill spielt. Oh, kein Charge bitte. Oh, ein Glück. So, jetzt wird's ganz schön knapp. Ich denke mal, wir werden uns jetzt eine Karte überziehen, da wir jetzt den... Oh, das können wir gar nicht machen. Shit. okay, wir werden... Wir müssen auf jeden Fall 4 Mana über haben, um einen von beiden zu töten. Machen wir Deathlord. Sabotage. Cold Light. top. Jetzt haben wir hier 3, 6, 9 Karten. So. Wir könnten ihn jetzt zurückbouncen. Ah, das machen wir auch. Bouncen wir ihn zurück. Zack. Und nächste Runde werden wir ihn dann ja, besiegen. Über Fatigue. Und just for the lulz. Vanish. Cold Light. Yay, Cold Light. Bam. Und GG. Ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Buh!